Heute geht's in Großschneen um die Wurst. Alle wollen das Sportabzeichen machen. Allen voran die 11-jährige Rollstuhlfahrerin Emily Pflug. Sie hat nur ein Ziel. Gold, weil mir Papa dann eine Überraschung versprochen hat. Ein cooler Rucksack für die Schule. Emily ist mit einem sogenannten offenen Rücken zur Welt gekommen und kann deshalb nicht laufen. Das hält die Schülerin aber nicht davon ab, mit ihrem Papa Christian Pflug ordentlich für das Sportabzeichen zu trainieren. 50 Meter im Rollstuhl, also dieses Schnellfahren, da muss man dann auch gucken, zieht der Rollstuhl in irgendeine Richtung oder sowas, das kostet ja alles auch Zeit. Das ist schon zeitintensiv und auch anstrengend, auch für Emily natürlich anstrengend, weil man wirft nicht aus dem Rollstuhl raus auf einmal seine 10 Meter oder so. Emily ist die erste in ihrem Landkreis, die das Sportabzeichen im Rollstuhl nach Hause holen will. Dafür werden die Disziplinen an ihren Behinderungsgrad angepasst. 800 Meter auf Zeit fahren und schwimmen hat Emily schon hinter sich gebracht, ganz ohne Trubel. Heute stehen noch auf dem Programm 50 Meter fahren, dann noch Zielwurf und 10 Meter weit werfen. Ich bin aufgeregt und auch glücklich. Und auch nervös. Nein. Etwas Lampenfieber kann ja nicht schaden. Sechs. Los geht's mit dem Zielwurf. Sechs. Sechs. 18 Punkte haben wir. 20 brauchen wir für Gold. 3. Geschafft. 21 Punkte. Ja. Und auch beim Weitwurf macht Emily keiner was vor. 9 Meter. Das silberne Sportabzeichen hat Emily jetzt schon mal sicher. Mama Nadine freut sich riesig. Ja, wir sind natürlich stolz. Aber wir sind immer so Vorreiter, das ist das Problem. Das haben wir schon im Kindergarten und Schule. Überall ist sie überall immer die Erste und fast auch immer die Einzige, die irgendwie ein bisschen besonderer ist. Und da sind wir froh, dass sie das immer so positiv voranbringt und anderen zeigt, wie es geht. Und das will Emily jetzt auch in der letzten entscheidenden Disziplin, 50 Meter Sprint im Rolli. Dafür werden noch schnell die Stangen abgebaut und dann heißt es auf die Plätze, fertig, los. Hat Emily ihre persönliche Bestzeit geschafft? Du bist hier auch in der Silberzeit und hast insgesamt Silber. Silbermedaille! Super! Ich kann so stolz auf dich sein, Mensch. Super gemacht. Ob Gold oder Silber, die Freudentränchen kullern. Ich kann es kaum glauben. Ich bin so baff jetzt, aber ich freue mich richtig doll, dass ich es jetzt geschafft habe. Nach dem schweißtreibenden Rennen gibt's erstmal eine kleine Erfrischung für Emily, genauso wie später den Überraschungsrucksack, denn für Mama und Papa Pflug ist Emilys Leistung so oder so Gold wert. Hat euch das Video gefallen? Noch mehr Nachrichten aus eurer Region haben wir immer montags bis freitags um 18 Uhr für euch in unserem TV-Regionalmagazin RTL Nord. Und natürlich hier auf unserem YouTube-Kanal. Also lasst uns gerne Likes und ein Abo da.